Lärm ist eine allgegenwärtige, unerwünschte Begleiterscheinung unseres technischen Fortschritts. Trotz aller in der Vergangenheit erzielten Lärmminderungserfolge hat die Lärmproblematik heute nicht an Bedeutung verloren. Vielfach sind sogar zunehmende Belastungen zu verzeichnen, zum Beispiel als Folge des ständig gewachsenen Verkehrsaufkommens auf der Straße und in der Luft und der immer höheren Produktionsgeschwindigkeiten der Maschinen in den Betrieben. Was verstehen wir aber nun eigentlich unter dem schon mehrfach gebrauchten Begriff Lärm? Entsprechend den oben beschriebenen Wirkungen können wir unter Lärm ein unerwünschtes Geräusch verstehen, das den Menschen stört, belästigt oder sogar gesundheitlich schädigt. Die VDI-Richtlinie 2058 definiert den Lärm als ein Geräusch, das zur Beeinträchtigung der Gesundheit, der Leistungsfähigkeit sowie der Arbeitssicherheit führen kann. Lärm ist hierbei aber keine exakt physikalisch messbare Größe. Insbesondere der Grad der Störwirkung und die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit sind messtechnisch kaum erfassbar und individuell sehr unterschiedlich. Um den negativen Auswirkungen des Lärms zu begegnen und den Menschen vor unnötig hohen Belastungen zu schützen, gibt es inzwischen ein umfangreiches Vorschriftenwerk. Darin werden jeweils unterschiedliche Geräuschpegel festgelegt, die teils als Richt- oder Orientierungswerte für Planungen, teils als absolute Obergrenzwerte oder als Auslösewerte, die bestimmte Maßnahmen erforderlich machen, zu verstehen sind. Im Modul Lärm- und Emissionsschutz geht es nun darum, zunächst die akustischen Kenngrößen kennenzulernen, um dann im Weiteren die wesentlichen Lärmschutzvorschriften im Umweltbereich kennenzulernen. In Kapitel B werden wir die verschiedenen Verordnungen, die das Bundesemissionsschutzgesetz konkretisieren, näher kennenlernen. Im Wesentlichen sind das die Vorgaben für sogenannten Gewerbelärm, Freizeitlärm, Baulärm und Verkehrslärm. In Teil C der Veranstaltungsreihe werden wir uns dann mit der Messtechnik beschäftigen und wie diese auf die zuvor genannten Richtlinien, sprich Bundesemissionsschutzvorschriften, angewendet werden wird. Und schließlich rundet das Kapitel D, die Lärmprognose, das Modul Lärm- und Emissionsschutz ab.